Ja, herzlich willkommen auf der EC-Modellbauer. Heute Arduino-Programmierung. Die ersten Schritte. Gleich nach dem Intro. Ja, was wollen wir heute machen? Arduino-Programmierung. Ich bin da öfter angesprochen worden, im Forum und im Discord auch schon und per E-Mail, ob ich nicht mal hier so ein kleines Tutorial-Video machen kann über Arduinos im Zusammenhang mit Modellbau, was man da so alles machen kann. Und damit will ich heute starten, quasi die erste Serie von Null an, Software, die wir brauchen, welche Hardware brauchen wir, und wir werden heute unser erstes Programmchen hier drauf spielen. Also wirklich bei Null anfangen. Auf geht's! Ja, als erstes zeige ich euch mal hier, welche Hardware wir hier in dem Projekt jetzt einsetzen werden. Da haben wir einmal hier den Arduino Pro Mini im Angebot und den Arduino Nano. Wenn wir jetzt uns mit den Unterschieden beschäftigen, fällt uns natürlich sofort auf, dass wir hier einen USB-Anschluss haben, Mini. Und hier suchen wir den vergebens. Da gibt es nämlich nur hier ein serielles Terminal. Um den jetzt zu programmieren, benötigen wir noch so einen Adapter hier. Das ist ein USB-Seriell-Umsetzer. Der wird entsprechend der Schnittstelle hier mit dieser verbunden. Da benutze ich immer hier zwei so Servokabel und verbinde das einfach 1:1 durch. Und jetzt habe ich im Endeffekt hier oben das gleiche wie hier unten, weil wenn wir den einmal hier umdrehen, dann seht ihr hier unten, da ist der Seriell-Umsetzer-Chip auch drauf. Ja, was ist jetzt hier noch anders? Das sind die Pins, sind alle an den Seiten rausgeführt. Hier oben haben wir noch zwei Pin-Header, die sind halt nicht an den Seiten rausgeführt. Die sind dann bei dem hier auch noch an den Seiten rausgeführt. Und wir haben noch hier diese ISP-Schnittstelle. Die benutzt man hier für den Chip direkt zu programmieren. Da ist nämlich so eine Art BIOS, Bootloader nennt man das drauf. Da ist quasi ein Betriebssystem und das kann man hier mit dem ISP programmieren. Ja, dann haben wir hier noch die LEDs. Da haben wir hier einmal RX-TX, die befinden sich hier drauf nicht. Die finden wir aber hier an unserem Programmieradapter RX und TX wieder. Dann haben wir hier eine Power-LED, die haben wir hier auch, die befindet sich da in der Mitte. Und einmal die LED an Pin Nummer 13, die befindet sich auch hier bei L und da bei L. Ja, dann kommen wir auch schon direkt zu den Pins. Das sind alles I/O-Pins. Welcher Pin was kann, kann ich euch mal verlinken. Es gibt so schöne Grafiken, da steht drauf, welcher Pin was kann. Die ganzen D-Pins, das würde ich als diskrete Pins bezeichnen. Das sind, die können entweder Ausgang oder Eingang sein. Und dann haben wir noch hier A wie analog. Die können Analogwerte auch einlesen, können aber auch als Digitalausgänge oder Eingänge benutzt werden. Also es sind sogenannte I/O-Pins. Ja, was können wir da anschließen an die Pins? Also die sind bis 40 mA belastbar, würde ich euch aber nicht empfehlen. Ich gehe mal so von 15, 20 mA pro Ausgang aus. Insgesamt dürft ihr auch nicht über 200 Milliampere kommen. Das heißt, wir können jetzt hier nicht an jedem Ausgang 20 Milliampere anschließen und dann den Chip quasi überlasten. Das wäre jetzt nicht so gut. Ja, das soll es jetzt erstmal zum groben Hardwareaufbau sein. Wir fangen jetzt einfach mal an zu programmieren, damit wir auch noch was sehen heute. Um die Software jetzt für den Arduino zu installieren, gehen wir hier auf arduino.cc. Das ist hier die Arduino-Seite von der Foundation. Da gibt es eigentlich alles News. Irgendwelche Codebeispiele oder so gibt es hier auch. Alle Sachen sind hier erklärt in der Dokumentation. Da gibt es eine Referenz und so weiter. Da werden wir uns vielleicht in den nächsten Videos nochmal mit beschäftigen. Aber wir wollen ja erstmal die Software haben. Wir wollen ja einfach mal jetzt einsteigen, damit wir ein kleines Erfolgserlebnis haben. Dazu gehen wir jetzt hier auf Software. Dann gehen wir hier unter Downloads, gucken, welches Betriebssystem wir hier haben und wählen dann den entsprechenden Installer. Das ist hier die neueste Suite, sage ich mal, oder die IDE.
Es gibt auch schon eine 2.0er, ich scroll mal hier runter. Die ist aber noch Beta. Also die habe ich mir mal angeguckt. Da funktionieren noch einige Sachen nicht. Also da würde ich euch jetzt von abraten. Ich würde jetzt hier die alte Version, bezeichne ich sie mal, benutzen. Die ist halt erprobt. Die funktioniert. Wir laden uns hier jetzt einfach den Installer runter. Hier kann man dann noch die Foundation unterstützen, falls euch das, was die hier machen, gefällt. Kann man ja, wenn man sich hier mehr mit den Chips beschäftigt, mal eine kleine Spende da lassen. Wir klicken jetzt hier auf Just Download und speichern das Ganze einmal ab. Da ist er fertig und dann können wir das einfach starten. Ja, dann poppt hier der Installer auf. Da müssen wir einmal die User License durchlesen und akzeptieren. Installieren wollen wir alles. Wir wollen natürlich die USB-Treiber haben und wir wollen einen Shortcut am Desktop haben und im Startmenü und dass die INO-Dateien automatisch mit der Applikation verknüpft werden. Das können wir alles so lassen. Dann können wir hier noch Show Details. Haben wir ein bisschen mehr Blinky Blinky. Ja, jetzt sind wir hier complete. Ja, wenn wir jetzt hier auf unseren Desktop schauen, dann haben wir hier unsere Arduino Suite installiert. Die starten wir einfach mal. So, da ist sie jetzt. Da wir jetzt hier noch kein Programm geöffnet haben, öffnet sie mit einem komplett leeren Programm. Das macht aber nichts. Da können wir nämlich direkt hier schon die Programmstruktur uns anschauen. Es gibt nämlich im Endeffekt immer zwei Routinen. Das ist einmal die Setup-Routine und einmal die Loop-Routine. Die Setup-Routine wird gestartet, wenn der Arduino startet. Das heißt, am Anfang beim Spannungsanlegen wird die Setup-Routine einmal durchlaufen und danach folgt dann die Loop-Routine und die wird, wie der Name schon sagt, immer wieder abgearbeitet. Das heißt, die Befehle in der Loop-Routine werden nacheinander abgearbeitet und dann fängt es wieder von vorne an. Ja, hiermit können wir ja jetzt nicht viel anfangen. Wir wollen natürlich schon mal heute zum Ergebnis kommen, dass wir einen Programmcode hier auf unseren Arduino schieben. Dazu können wir dann hier unter Datei, Beispiele, da kriegt man jetzt hier die zu den meisten Sachen irgendwelche Beispiele. Wir gehen mal direkt hier in die Basics rein und wollen hier unser ganz FS Blink Programm benutzen. Wie der Name schon sagt, wird da wahrscheinlich irgendwas blinken. Das öffnen wir, dann öffnet sich hier immer so ein zweites Fenster. Dann können wir das erste schließen. Dann machen wir das mal groß und dann schauen wir den mal, was da so in dem Programm drin steht. Da haben wir als erstes hier oben mal einen Kommentar. Das ist hier übrigens, könnt ihr direkt sehen, die Syntax für so ein Kommentarfeld. Wenn man ein größeres Feld hat, kann man hier mit Kommentar beginnen und mit Sternchen / den Kommentar beenden. Wenn man nur eine Zeile machen will, kann man das auch mit Doppel/ beginnen, sieht man hier unten. Hier steht drin, was der Code so macht. Der macht eine LED an für eine Sekunde und nach einer Sekunde macht er sie wieder aus. Hier steht drin, mit welchem Arduino das funktioniert und an welchem Pin sich die LED befinden muss, beziehungsweise findet. Das hatte ich ja vorhin bereits erwähnt. Das ist unser ominöser Pin Nummer 13. Da befindet sich nämlich die LED dran. Und hier steht auch schon schön erklärt, dass dieser Pin, je nachdem welchen Prozessor man auswählt, mit LED-Pin Built-in angesprochen werden kann. Das heißt, immer wenn wir jetzt in dem Programm LED Built-in Pin als Platzhalter benutzen, wird er automatisch den Pin 13 nehmen. Wir könnten genauso gut auch 13 hinschreiben. Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir den Code weiter verfolgen. Ja, hier sind nochmal allgemeine Hinweise. Hier steht, wer den Code schon mal geändert hat und wann. Und hier kann man direkt zu dem, was ich vorhin schon sagte, auf Arduino CC
Da gibt es auch Tutorials zu diesem Blink-Programm. Ja, hier habt ihr jetzt als erstes so eine Kommentarzeile, die mit Doppelslash beginnt. Das heißt, alles, was hier mit Doppelslash in der Zeile steht, das interessiert ihn überhaupt nicht. Das ist einfach nur Kommentar. Wenn man irgendwie Code schreibt, wird der nachher hier blau, wie ihr seht. Oder wenn es Befehle sind, werden die meistens rot dargestellt, wenn er sie erkennt. Hier finden wir jetzt wieder unsere Setup-Routine wieder. Schauen wir dann mal, was er in der Setup-Routine macht. Hier steht es auch schon erklärt. Er initialisiert den digitalen Pin, LED Built-In. Der soll ein Output werden. Das heißt, wir haben hier oben schon gelernt, LED Built-In Pin, das ist der Pin, wo die LED auf unserem Board angeschlossen ist. In unserem Fall ist das Pin Nummer 13. Das heißt, Pin Nummer 13 wird als Output deklariert. Das heißt, der Pin-Mode LED Built-In wird als Output deklariert. Und dann ist auch schon die Setup-Routine abgeschlossen. Das heißt, da wird jetzt einfach nur gesagt, der Pin ist ein Output-Pin. Und dann kommen wir hier auch schon zu der Loop-Routine. In der Loop-Routine steht auch oben drüber, diese Funktion läuft und läuft und läuft immer wieder. In der Loop-Routine wird als erstes ein Digital Write gemacht. Das heißt, Digital Write bedeutet, ich schreibe einen Digitalausgang. Und in welchen kommt dann in der Klammer als erster? Der LED-Built-In-Pin. Das ist ja den, den wir oben als Output deklariert haben. Den schreiben wir einfach auf High, was unsere LED dann einschaltet. Dann springt er in die nächste Zeile. Da steht jetzt ein Delay. Wie der Name schon sagt, ist eine Pause. Da macht der Prozessor gar nichts für 1000 Millisekunden. Also eine Sekunde. Und dann im nächsten Schritt steht wieder dasselbe hier wie im ersten, nur wird hier die LED nicht ein, sondern auf Low ausgeschaltet. Und danach kommt wieder ein Delay, 1000, wieder eine Sekunde und dann ist das Programm zu Ende. Und wie ich euch gerade sagte, loopt das die ganze Zeit, springt er dann wieder nach oben, schaltet die LED ein, eine Sekunde warten, LED aus, eine Sekunde warten, springt nach oben, schaltet wieder ein. So läuft das ganze Programm. Dann ab bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja, jetzt wollen wir mal programmieren. Ich nehme hier jetzt ein Steckbrett. Da stecke ich den Arduino Nano jetzt hier drauf. Jetzt schließen wir hier unser USB-Kabel an. Ping, ping. Wie ihr seht, ist jetzt hier auch die Power-LED angegangen. Das heißt, der Prozessor arbeitet. Oder bekommt zumindest Spannung. Arbeiten. Tut ja noch nicht viel, haben wir ja noch nichts reingeladen. Ja, jetzt wollen wir hier den Code, den wir uns gerade angeguckt haben, mal da reinschieben. Da gehen wir hier unter Werkzeuge. Und dann können wir hier, ist schon richtig eingestellt, merkt sich immer, dass man zuletzt eingestellt hat, können wir hier unter Boards, Arduino Boards, können wir dann hier wählen, welchen wir haben. Also wir haben ja einmal hier den Nano, den wir jetzt auch angeschlossen haben hier. Und wir haben den Pro Mini, den finden wir hier unten. Wir wählen jetzt hier den Nano aus. Dann kann man hier noch auswählen, welchen Prozessor man hat. In den meisten Fällen hat man nur den 328. Also ich habe diesen 168, habe ich noch nie gesehen. Das Einzige, was sein kann, ist je nachdem, ob ihr noch den alten oder den neuen Bootloader, wie es hier steht. Also wie gesagt, die Firmware. Da gab es nämlich mal eine Änderung. Und wenn man sich jetzt irgendwelche Klons bestellt, hat man meistens immer noch den alten drauf. Den kann man aber ändern, wenn man möchte, aber zur Not kann man hier auch erstmal auf Old gehen und programmieren. Macht am unserem, was wir hier programmieren, keinen Unterschied. Das heißt, ich habe aber jetzt einen neuen Bootloader drauf, das weiß ich schon, deswegen nehme ich hier den oberen. Das sehen wir aber gleich, wenn es dann beim Programmieren nicht funktioniert, dann müsst ihr mal den anderen ausprobieren. So, ich schiebe jetzt hier oben die Zeile ein bisschen hoch, damit wir gleich hier mehr sehen. Und als nächstes müssen wir dann hier den COM-Port auswählen. Da hat er jetzt COM1, weil mein Rechner noch einen physischen COM-Port hat und den neuen nur zur Auswahl. Weil ich jetzt hier nur den einen Arduino angeschlossen habe, habe ich COM9 und mehr auch nicht. Den wähle ich aus und dann sind wir eigentlich schon fertig. Jetzt will ich aber immer gerne hier unten was sehen. Dazu gehe ich hier hin auf Einstellungen, Voreinstellungen.
und mache hierbei ausführliche Ausgabe, kompilieren und hochladen an Häkchen. Dann mache ich OK. Dann kriege ich hier auch ein bisschen was angezeigt. Und wie bekommen wir jetzt hier die Sache auf den Arduino? Da gibt es einmal hier zwei Button. Einmal den Überprüfen-Button. Der überprüft einfach den Code, ob der funktionsfähig wäre. Das können wir einmal machen. Das dauert jetzt ein bisschen. Der holt sich jetzt quasi die Libraries, weil wir den Nano angewählt haben, benutzt er auch die Nano-Library. So, der ist hier schon fertig. Der zeigt jetzt hier unten auch immer schön an, wie viel Speicher wir verbrauchen würden. Also das würde jetzt hier 3% des Speichers benötigen, unser Programm. Reingeladen hat das noch nicht, hat es nur kompiliert und gesagt, ja, was ihr hier geschrieben habt, da kann ich was mit anfangen. Das können wir da reinladen. Das können wir hier mit hochladen machen. Da macht er im Endeffekt dasselbe, nochmal kompilieren und lädt es dann rein. Da er jetzt schon vorkompiliert hat, glaube ich, geht es jetzt beim nächsten Kompilieren dann schneller. Wir drücken mal einfach. Jetzt ist er fertig. Schub, schub, ist er ganz schnell fertig. Also konnten wir ja gar nicht so schnell sehen. Schieben das mal hoch hier. Das heißt, hier fängt er an, da hochzuladen. Hier kann man es dann sehen. Initialisiert das Device. Dann liest er erstmal, ob da der richtige Chip dran ist. Ja, und dann piept er das Programm einmal rein. Und dann liest er nochmal aus, ob er dann alles reingeschrieben hat. Quasi so ein Vergleich. Ja, und wer jetzt hier schon aufmerksam geschaut hat, der sieht, da blinkt jetzt auch schon die LED. Die Built-in-LED. Das war ja jetzt hier an Pin 13. Das ist hier hinten der Pin, wo die LED hier auf dem Board schon verdrahtet ist. Jetzt wollen wir mal einfach hingehen. Ich habe hier noch eine LED. Unten, was ist das? 220 Ohm Widerstand. Den wollen wir jetzt mal einfach hier auf dem Board verdrahten. So, hier längere Beinchen ist Plus. Das machen wir mal nach da. Dann wollen wir ja einmal hier GND unten an den Widerstand anschließen. Dann gehen wir hier unten bei dem Widerstand über die LED und den Plus-Pin. Ihr ratet es schon, den schließen wir mit an den Pin Nummer 13 hinten an. Und wie ihr seht, blinkt jetzt die LED mit der anderen LED im Takt, weil es ja derselbe Ausgang ist. Jetzt wollen wir mal ein bisschen am Code was ändern und wir mal gucken, ob wir auch selber irgendwas programmieren können. Wir wollen jetzt mal einfach, hier oben sind ja die diskreten Pins, die D-Pins. Wir nehmen einfach mal hier Pin Nummer 3. Da wollen wir unsere LED anschließen. Dazu müssen wir ja erstmal sagen, dass Pin 3 entsprechend ein Output ist. Da nehmen wir uns dann hier einfach die Zeile. Duplizieren diese und schreiben da jetzt nicht LED-Pin rein, sondern Pin Nummer 3. Da können wir einfach 3 reinschreiben. Jetzt müssen wir hier unten, wollen wir die LED ja dann auch einmachen. Das heißt, wir kopieren uns hier den Built-in. LED-Part und schreiben da wieder unsere 3 rein. Und das gleiche machen wir hier unten auch. Mal eben gucken, dass wir den schönen Kommentar nicht kaputt machen. So. So, da wären wir jetzt schon fertig. Das heißt, wir haben jetzt einfach das gleiche normal programmiert, nur mit 2 Ausgängen. Das heißt, Ausgang Built-in-LED und 3 macht beides dasselbe. Schieben das mal einmal hier rein. Wir können direkt jetzt hier über den Hochladebutton gehen. Jetzt seht ihr hier ganz kurz habt ihr hier gesehen, dass die R1 und DX geleuchtet haben. So, jetzt blinkt wieder. Wir haben ja nichts geändert. Jetzt können wir aber D-Pin hier auf D3 setzen. Und wie ihr seht, blinkt das jetzt auch. Jetzt können wir mal hingehen und die eine auf High setzen und die andere auf Low. Also die zweite LED mal auf Low. Und dann hier unten, wo die andere Low wird, schalten wir die
neu auf High. Das heißt, jetzt müssen die quasi, wenn wir das jetzt da reinladen, gegenseitig blinken. So hätten wir jetzt schon quasi ein Signallicht programmiert für irgendwie einen Feuerwehrwagen, LED oder Blitzer, irgendwas hätte man jetzt schon quasi fertig. Jetzt kann man hier noch die Zeiten verlängern. Man könnte auch sagen, ich will das jetzt hier 2 Sekunden lang haben und hier unten will ich das gar nicht so lange haben, da will ich das nur 500, also eine halbe Sekunde. Das kann man auch machen. Und jetzt geht es halt zack und dann haben wir die Zeiten geändert. Ja. 2 Sekunden ist die LED an und eine halbe Sekunde aus. Und die ist nur eine halbe Sekunde an und 2 Sekunden aus, weil die ja genau invertiert ist. Ja, so könnt ihr jetzt hier noch ein bisschen rumspielen. Und da kann man schon ganz schön viele Sachen mitmachen. Für so kleinere Projekte, wenn man irgendwo was blinken lassen will oder zeitgesteuert was anmachen und wieder ausmachen. Das kann man hiermit ganz easy programmieren. War jetzt auch nicht viel Aufwand. Und hier versteht man auch schnell den Code. Und man kann sich ja hier reinarbeiten und dann auch mal selber was dabei bauen und ausprobieren. Ja, gehen wir nochmal zurück jetzt eben auf die Arduino-Seite und da zeige ich euch eben kurz, wo wir die Befehle, die wir gerade benutzt haben, uns hier ansehen können. Da können wir hier einmal auf Dokumentation, Referenz gehen. Da können wir hier oben noch auf Deutsch umstellen. Da können wir das einfacher lesen. Und dann sehen wir hier schon alle Funktionen, die der Arduino unterstützt. Hier nochmal die ganzen Variablen erklärt. Da kommen wir im nächsten Thema zu. Dann haben wir hier die ganzen Operatoren, Vergleicher und so weiter. Da kommen wir nächstes Mal dazu. Also heute haben wir ja nur die beiden I.O.-Sachen gemacht. Wir haben einmal den Pin-Mode gehabt und einmal digital write. Da klicken wir mal einmal drauf. Zum Beispiel den Pin-Mode. Das ist dann hier erklärt, was der macht. Dann haben wir hier einmal die Syntax, wie man das programmiert. Dann sind die einzelnen Parameter hier einmal Pin und einmal Mode hier unten erklärt, was wir damit machen können. Und dann ist hier immer so ein Beispielcode meistens da. Hier haben die auch unseren Blink-Code benutzt. Und dann steht hier unten, was ich ja auch schon gesagt habe, dass die analogen Input-Pins auch als Digital-Pins verwendet werden können. Jetzt gehen wir einmal zurück. Dann gehen wir mal einmal auf Digital White. Das ist ja dasselbe, was wir gerade auch hatten. Es wird erklärt, was es macht, wie man es programmiert, was die einzelnen Pins da zu bedeuten haben oder die Parameter. Und dann haben wir wieder hier unseren Blink-Beispielcode. Ja, das ist eigentlich hier eine gute Anlaufstelle, findet man immer Beispiele und so weiter. Ja, wir sind hier am Ende vom ersten Teil meines Arduino-Tutorial-Programms, was ich hier für den Modellbau durchziehen wollte. Wir haben heute das Blinken einer LED kennengelernt, wie es mit ganz einfachen Mitteln geht, das Basic-Programm im Arduino, wie wir eins reinspielen und so weiter. Im nächsten Teil wollen wir uns dann mit dem Blinken beschäftigen ohne Delay. Warum und weshalb es besser ist, werde ich dann in dem Video erklären. Aber bis dahin bleibt mir nur zu sagen, Kanal abonnieren, schön liken und kommentieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ziegewan, der IC-Modellbauer.